zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünwälderland, unserem RP-Projekt auf unserer RP-Map. Natürlich, wie ihr wahrscheinlich die meisten wissen, haben wir die Map extra fürs RP gebaut. Und ich bin hier ja der groß, ja, so ein Getreidebauer, sage ich jetzt mal. Wir helfen gerade dem Jürgen Rasex dabei, den Raps zu ernten, dass die Dieselproduktion durchlaufen kann. Aber irgendwie kommt von dem Feld nicht so viel runter. Naja. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich jetzt der Drescher vom Händler ist. Oder ob ich jetzt gerade mit dem Rasex beziehungsweise mit dem Händler. Also, ob ich mit dem Händler. Nein, ob ich mit dem Drescher vom Neumann gerade rumfahre oder mit dem Drescher vom Händler. Das weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich mal den Neumann anfunken. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann, Volker Brauner hier. Hallo. Sie, ich habe mal eine Frage. Was für einen Schneidwerk habt ihr? Grün oder schwarz? Grün. Ah, guck, wusste ich's doch. Okay, passt. Jo. Danke, tschüss. Bitte, tschüss. Ja, Licht sollte ich vielleicht auch mal anmachen. Volker Varuna, hallo? Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Ja, ja, Blaubeer. Und zwar, ich hätte eine Frage. Mhm. Ich bräuchte Leerpaletten und Kartons. Ups. Ja. Leerpaletten hätten wir schon. Leerpaletten bräuchte ich einen Preis für 5 Kartons. Ich meine, für 5 Leerpaletten, sorry. Ein Preis für 5 Kartons, okay. Für 5 Leerpaletten. Genau, 5 Leerpaletten und 5 Kartonpaletten braucht man. Würde ich mal durchkalkulieren. Mhm. Und mich dann wieder bei Ihnen melden. Ja. Kartons, Moment, ich schau mal gerade ins Tablet. Wollte ich sowieso noch mal heute Abend. Paletten, ja genau, Paletten könnte man in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen. Okay. Ah, hier. Ja, Kartons haben wir gerade das Wasserproblem. Müsste ich gucken, dass ich, ja, die Gemeinde hat letzte Woche leider falsch geliefert. Oh, das ist nicht so toll. Nee, gar nicht. Vor allem, weil ich gesagt habe, da muss es hin und dann ist es doch nicht da angekommen. Hm. Sondern ins Falsche. Okay. Aber naja. Okay. Dann würde ich gucken, dass ich spätestens Ihnen nächste Woche Kartons liefern kann. Mhm. Und ja, liefern wäre ja kein Problem, das. Ja, zumindest, dass ich die hergestellt habe. Würde man Rasex dann abholen und mal zu der Produktion bringen. Okay. Und die Leerpaletten, wie gesagt, da kalkuliere ich Ihnen heute Abend noch den Preis. Dann würde ich Sie morgen Vormittag anrufen. Okay. Gut, Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Was machen wir denn da für einen Preis? 5 Leerpaletten. Ach, der schon wieder. Volker Varuna, hallo. Hallo, ich bin's nochmal. Und zwar wollte ich Ihnen sagen, oder nee, ich wollte Sie fragen, für was haben Sie eigentlich dem Herrn Funkern die Holzkohle oder was das war verkauft? Wie, für was? Fürs Wasserwerk. Für wie viel Geld? Für wie viel Geld? Was hat, ich weiß nicht, in was Sie das abrechnen, ich weiß nicht, pro 1000 Liter pro Palette, für wie viel Sie den... 1500 war das, glaube ich. 1500 pro Palette. Yep. Warum? Es geht darum, weil ich habe mal mit dem Herrn Neumann geredet, ob es angemessen ist, einen Wasserpreis.
Ein Wasserpreis? Ja, wie hoch er sein sollte und das alles. Ach so. Ja. Müssten Sie sich überlegen. Ja. Sollte halt die Gemeinde irgendwie. Ja. Sollte nicht zu teuer sein, nicht zu günstig. Ja, so 50 Cent auf den Liter ist, denke ich, ganz entsprechend. Ja. Ich werde dann nochmal dann vielleicht auch nochmal mit dem Herrn, wie es denn nochmal fahren kann, so irgendwie. Ja. Sprechen. Jo, machen Sie das. Okay, dann tschüss. Tschüss. Ja, ja. Volker Verona, hallo. Los? Ja, ihr die ganze Zeit bimmelt das Telefon hier. Kann man nicht mal in Ruhe dreschen. Oh. Ich wollte dich mal was fragen. Ja. Hast du auch einen Kredit? Bei der Bank? Jo. Wie sind denn da die Zinsen? 10%. 10%? Logisch. Nee, warte mal, kann nicht sein. Oh Gott. Frag mich, was sagen die? Das macht den Neumann. Doch, 10% kommt hin. Nee, 5%. 5%? Ja, warte mal. Da fehlen Pi mal R Quadrat durch 3 mal 10 plus 5 sind 12.000. Doch, 10%. 10? Ja. Habe ich gerade über den Satz des Pythagoras ausgerechnet. Mhm. Hast du gehört, ne? Ja. Gut. Weißt du Bescheid? Ja. Da muss ich mal ausrechnen. Aber du, mal so eine andere Sache. Ja? Der Händler, der weiß nicht mal, was für eine Farbe sein Schneidwerk hat. Ich glaube, dem gehört der Drescher nicht. Ach. Keine Ahnung. Was das soll. Der hat vorhin behauptet, sein Schneidwerk wäre grün. Ah, ja. Ja, eben, deshalb. Also vielleicht. Das ist schwarz, das Schneidwerk, aber okay. Ja. Habe ich mir auch gedacht, weil ich war mit dem Grünen und das gehört dem Neumann. Ja, weil das Problem ist momentan bei mir, ich will mir einen Drescher kaufen, weil das geht mir auf den Keks. Mit dem Vertrag hier. Kann ich verstehen. Und der Drescher, ich habe ein Angebot bekommen, weil ich brauche den Ideal dafür. Sonst rackerst du dich auf den Feldern hier tot, ey. Ja, klar. Der scheiß Ideal, der kostet 740.000 mit Steuern allen drum und dran, ey. Und mit dem Schneidwerk. Goldenes Lenkrad oder was? Ja, das habe ich mich auch gefragt. 740.000 ist schon eine Hausnummer. Ja. Das ist ein Mehrfamilienhaus von Bauern. Ja. Nur das Ding ist, ich habe nur 326.000. Also nur, ne? Jo, kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Ja, ich schau mal beim Neumann nach. Knapp's auch immer rum. Ich schau mal beim Neumann nach. Mal gucken. Die Kredite werden ja per Hof Dings da ausgerechnet, ne? Ja, ja. Achso, ja. Ja, genau. Mal gucken. Über 1 Million komme ich mit Sicherheit. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Der hat die Verhandlungen mit der Bank geführt. Musste bei ihm nachfragen. Ja, ich ruf mal an. Kenn mich da gar nicht aus. Okay. Okay, danke dir. Bis dann, ich bin übrigens gleich fertig, gell? Jo. Ich würde dann hier Feierabend machen. Jo, danke dir, ne? Muss noch anderes Zeug erledigen. Bitte, bitte. Jo, ciao. Tschö. Mensch, was will denn der so spät noch von mir? Volker Varuna, hallo. Hallo, Herr Varuna. Ja. Ja, ich habe mich nochmal darüber beraten. Und zwar haben wir es jetzt erstmal so gemacht, dass es 500 Euro pro 1000 Liter sind, also 50 Cent pro Liter. Und dann schauen wir, wie es läuft. Und wenn es gut läuft und vielleicht genügend Spielraum ist, dass man den Wasserpreis auch wieder senkt, weil
Ich denke mal, eine Senkung ist besser als eine Erhöhung. Ja, das ist natürlich so. Also zumindest ist es für die Gesellschaft, freut sich mehr darüber. Das ist durchaus möglich. Ja. Dann bis, keine Ahnung, irgendwann mal. Morgen hoffe ich, nicht mehr heute Abend. Ja, nee, heute Abend glaube ich nicht mehr. Ich gehe gleich ins Bett. Gut. Ja, tschüss. Bis dann, tschüss. Reicht ja auch irgendwann mit dem. So. Fahre ich gerade nochmal rüber, Tank ab. Und dann ist gut. Wirklich nicht vermutet. So. Gut. Muss ich gerade Neumann nochmal anrufen? Schon. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumann, du. Was mache ich mit deinem Drescher? Soll ich dir den vorbeibringen heute Abend noch? Kannst auch morgen. Oder holst du ihn ab? Abholen ist schlecht, tatsächlich, im Moment. So. Wieso? Jo. Jo, nee, kann ich auch abholen. Passt schon. Steht auf Feld 86. Jo. Das wäre optimal. Oder wobei. Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Nee, ich behalte noch mal in der Nacht. Okay. Wenn es geht. Ja, das geht. Okay, super, danke dir. Bitte. Bis dann. Na, tschüss. Ciao. So. Gut, weil unser Feld, habe ich gerade gesehen, ist auch gleich erntereif. Dann können wir eigentlich mit dem direkt runterfahren zu unserem Feld, beziehungsweise morgen wird das erntereif sein. Dann kann ich da nämlich noch ernten. Und heute Abend, ich muss die Hackschnitzel eigentlich mal machen, dass wir Kartoffelproduktion ins Laufen kriegen. So müsste ich auch mal kurz noch bei der Gemeinde anrufen. Besetzt. Gucken wir mal, vielleicht rufen die gleich zurück. Hallo, Polizei, Grünfelder Land, Richter. Ja, Herr Richter, ich wollte eigentlich zum Ansprechpartner fürs Wasser. Ich bin gerade unterwegs mit dem Wasserfass. Ah, das ist gut. Ich hatte nämlich letzte Woche vom Herrn Van Kann eine Lieferung in die Kartonproduktion. Ja. Allerdings hat er da einen Fehler gemacht. Der hat es in die falsche Produktion eingefüllt. Jetzt hat er mir gesagt, dass die zweite Lieferung kostenlos ist, die dann ins Richtige eingefüllt wird. Soll der es machen, weil ich bin gerade auf dem Wasserwerk und habe danach Zeitdruck. Deswegen. Was ob dann danach nochmal eine Lieferung zu Ihnen kostenlos kommen könnte, weil jetzt gleich habe ich Zeitdruck. Ja, wann Sie das bringen, ist mir relativ. Okay. Aber wenn das die Woche noch funktionieren wird, das wäre supi. Ja, ich guck mal. Jo. Haben Sie noch was von denen, wie heißt? Von der Kohle? Ja. Nee, Kohle habe ich zu wenig, aber Holzkohle hätte ich. Na gut. Wie viele hatten Sie von der Holzkohle? Ich bin gerade am Fahren. Ich glaube, ich darf jetzt nicht aufs Tablet gucken, oder? Die Polizei sieht es ja gerade nicht. Ja, ist trotzdem doof. Ich habe hier einen Drescher vom Neumann. Wenn der hops geht, habe ich ein Problem. Oh, LU ist immer schlecht. Warten Sie mal. Holzkohle. Nee, ist gerade nichts da. Morgen früh. Oh. Glaube ich. Guck nochmal.
Gut. Alles Kohle. Hoffentlich kommt kein Schild. Ja, morgen früh. Jo, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss, danke. So, gut. Och nee. Was haben wir hier denn angepflanzt? Ist das unser Feld? Das ist tatsächlich Tabak, ey. Nee. Nee, das Tabak. Das Tabak. Oh. Neumann. Na, ah, das ist zu spät für Neumann. Den rufe ich jetzt nicht mehr an. Das wäre ein bisschen unverschämt, glaube ich. Mist. Naja, Leute. Aber auf jeden Fall war es das für die heutige Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen wieder rein, 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.